Ja, dann herzlich willkommen zum ersten Heimspiel in der Rückrunde und im Jahr 2023. Am kommenden Freitag, 3.2., 18:30 Uhr, empfangen wir den Tabellenführer, den momentanen Tabellenführer der zweiten Liga hier im BWT-Stadion am Hartwald. Der SV Darmstadt 98 wird zu Gast sein. Und ja, in der heutigen PK ganz herzlich darf ich begrüßen unseren Trainer Alois Schwarz, der sicherlich einmal zurück nach Bielefeld schauen wird, uns ein personelles Update gibt und natürlich auch auf das Spiel am Freitag schaut. Alois, bitteschön. Ja, erstmal Hallo von mir. Ja, ist natürlich schön, wenn man nach einer langen Vorbereitung, die wirklich sehr, sehr lang war, dann mit einem Erfolgserlebnis aus Bielefeld zurückkehrt. Das sollte uns ein bisschen Schwung und Selbstvertrauen geben für die Aufgaben, die jetzt natürlich für uns kommen. Ich denke, dass wir, wenn man es nochmal kurz Revue passieren lässt, wir haben es auch analysiert, dass wir wirklich eine sehr gute erste Hälfte gespielt haben, den Gegner von unserem Tor weggehalten haben, selber gute Momente hatten. Und dann kriegen wir aber leider in der 47., also 45 plus 2, durch den Standard das Gegentor. Das hatte so ein bisschen, ja, wie es oft so ist, oh Scheiße, ja nicht ein Gegentor nochmal fressen. Dadurch haben wir zu viel vielleicht auch auf Verteidigen hingelegt, was positiv war, dass wir es auch verteidigen konnten. Der Gegner konnte nicht groß in die Box kommen. Und wir haben das Spiel dann über die Zeit gekriegt. Das Negative, dass man vielleicht da auch mutiger sein sollte und dann vielleicht auch sich nicht zu weit zurückziehen, um dementsprechend auch vorne wieder aktiv werden zu können. Letztendlich haben wir die 3 Punkte, so sind wir reingerutscht. Die Art und Weise war ordentlich, war gut. Und das müssen wir jetzt natürlich im Heimspiel gegen Darmstadt weiter versuchen auszubauen. Nach dem Spiel ist dann auch noch was passiert auf dem Transfermarkt für uns. Wir haben uns mit Marcel Melem nochmal verstärkt. Muss dazu sagen, bei Marcel waren wir schon im Sommer dran. Der Paderborn hat ihn damals nicht freigegeben. Und da waren wir weiter in Kontakt. Und dann hat sich jetzt kurz vor Transferschluss das noch ergeben. Und ich denke, mit Marcel haben wir dann noch einen Spieler dazu geholt, mit seiner Mentalität und seiner Erfahrung, der uns ein bisschen im Zentrum ein bisschen flexibler machen kann. Marcel zu beschreiben, einfach so, für ihn ist kein Weg zu weit und kein Zweikampf zu viel. Und ich glaube, das brauchen wir uns in unserer Situation auch. Dadurch auch mit Sicherheit kommt dann die Frage, oh, der Kader wird immer größer. Das wissen wir, aber wir haben uns auch daran erinnert, wie sah die Vorrunde aus. Wir hatten auch einen großen Kader. Und wenn man dann mal auf der Wiese steht mit 13, 14 Mann, inklusive da, ohne denn nahe zu treten mit Vincent Schwab und Abu, die noch eigentlich Jugendspieler sind sozusagen, waren wir auch sehr dünn aufgestellt, weil viel passiert ist und da wollten wir uns dementsprechend abdecken. Ja, das mal von meiner Seite. Dann geht's los. Mikro liegt hier vorne. Wer beginnt? Max Wendel, DPA? Gerne. Nochmal auf das Transferfenster. In Österreich ist es beispielsweise noch offen. Marcel Ritzmeier war ja einer derjenigen, der noch gehen könnte. Kann sich da noch was tun jetzt in den nächsten 5 Tagen? Es kann sich was tun, also deswegen kann man es nie ausschließen, aber das haben wir auch kommuniziert den Spielern und dementsprechend könnte sich auch noch was tun. Ja. Christoph Ofner, ja, gehen wir einmal nach hinten. Herr Schwarz, Sie haben schon angesprochen, die Vorbereitung war sehr gut. Jetzt war es auch wichtig, dass man das dann auch im ersten Ligaspiel bestätigen konnte. Wenn Sie uns so einen kleinen Einblick geben könnten, wie war denn die Stimmung innerhalb der Mannschaft? Ist da Druck abgefallen oder wie sah da die Heimfahrt aus? Ruhig, muss man auch sagen. Ja. Also es war ja nicht, dass wir da jetzt durch den Bus Polonaise getanzt haben, weil wir ein Spiel gewonnen haben. Aber es ist trotzdem schön, wenn man viel arbeitet und das dann auch zum Erfolg dient. Und ich glaube schon, dass man das auch so mitnimmt. Und wir haben das auch hart analysiert. Wir waren nicht alles gut, aber wichtig war das Ergebnis und das sollte uns Schwung geben. Und Druck wird wahrscheinlich bis zum 34. Spieltag sein und damit müssen wir uns einstellen. Also es tut immer gut, es gibt keinen Ersatz für Erfolg.
Das ist ganz wichtig, das muss man wissen. Und wir hatten Erfolg in diesem Spiel, aber das war nur eins von den 17 Rückrundenspielen. Christoph? Vor dem letzten Spieltag wird überhaupt keine Polonaise getanzt. Wir tanzen sowieso, da müssen andere tanzen. Ich kann es eh nicht. Zack. Marco Büsselmann, Headline 24. Naja, auch wenn es in der unteren Tabellenhälfte jetzt unfassbar eng ist, aber wie gut hat es getan, dass man von Platz 18 auf 12 gesprungen ist mit einem Sieg, und kann das auch psychologisch wichtig sein? Das ist schon brutal, gell? Wenn man, ich glaube, die Tage wusste ich nicht, irgendjemand hat gesagt 76 Tage, stand man dann auf Platz 18 und dann guckt man da drauf und jetzt macht man ein Spiel. Durch das Positiv, auf einmal ist man auf Platz 12, dann sieht man, wie eng das ganze Ding ist. Und das habe ich auch immer gesagt, die Liga ist ja noch enger geworden, wie sie sonst war. Wenn wir mal das zurückdrehen, glaube ich, im letzten Jahr standen wir mit 14 Punkten nach 17 Spielen da und waren, glaube ich, 15. oder 16. Jetzt hat man sogar 2 Punkte mehr gehabt und war Letzter. Dann sieht man, wie eng das Ganze ist und wie hart man arbeiten muss dafür, um wieder in der Liga bleiben zu können. Andreas Lind, Schwetzinger Zeitung. Nochmal zur Pflichtung vom Melem. Es macht natürlich den Kader nochmal breiter. Ist es aber auch so, dass ihr jetzt auf der Position vielleicht auch noch mit den Etablierten, die jetzt im Moment spielen, auch dass die sich nicht sicher sein dürfen, dass man denen keinen Druck macht, sondern dass die Motivation auch im Trainingsbetrieb nochmal hochhält? Das beinhaltet es genauso. Also wir sind da auf jeden Fall dann besser aufgestellt und das war uns wichtig, weil die Runde lang ist. Wir brauchen langen Atem, wir brauchen einen großen Kader, einen breiten Kader, weil ich denke, da werden viele gebraucht bis zu einem 34. Spieltag. Max Wendel, dpa nochmal. Kommen wir mal auf den Gegner zu sprechen jetzt am Freitag. Darmstadt 98, Platz 1, hat sich jetzt auch nochmal verstärkt mit einem neuen Stürmer, der auch in Hoffenheim ausgebildet wurde. Warum oder was machen die im Moment besser als alle anderen Mannschaften? Also erstmal Darmstadt 98, Hut ab, ne? Weil sie sehr, sehr konstant spielen. Ne? Sie spielen ihre Art und Weise durch. Sie haben in 18 Spielen, die jetzt gespielt worden sind, 1 verloren. Das war am ersten Spieltag gegen Regensburg und ich glaube, da mussten sie eine gelb-rote Karte ziehen. Durch Pfeiffer, glaube ich, der damals ausfiel. Und dieses Spiel haben sie dann verloren. Ansonsten muss man sagen, ist eine Mannschaft, die sehr, sehr stabil spielt, die stabil ist in Art und Weise, aber auch stabil in Ergebnissen. Und das zeichnet die Mannschaft aus. Das kriegen sie super hin. Und deswegen stehen sie auch zu Recht da, wo sie gerade stehen. Und wenn man jetzt auch hinguckt, wie Sie gerade gesagt haben, noch eine Verpflichtung als Stürmer. Also sowas können wir uns zum Beispiel nicht leisten. Ja? Einen Stürmer, ich weiß ja nicht, in welcher Ablösesumme da im Raum stand und was da noch für Bonuszahlungen sind etc. und. Aber das zeigt auch, dass Darmstadt 98 dahin wohl, wo sie mal waren, in die Bundesliga. Und das auch dementsprechend, glaube ich, mit dem Transfer noch unterstreichen. Gehen wir das Mikro einmal dahin, Christoph. Sie haben es gesagt, der Anschluss hat so ein bisschen den Stecker gezogen. Inwieweit wurde das denn aufgearbeitet und was sagen denn die Spieler selbst? Ist es jetzt auch nicht zum ersten Mal in der Saison passiert? Ist es da nur die Angst quasi, dass man etwas zu verlieren hat? Und denken Sie, dass es mit wachsendem Selbstvertrauen dann auch wieder in den Griff zu bekommen ist? Oder liegt da irgendwo das Problem tiefer? Ja, ich glaube schon, dass es mit Erfolgen dann auch wieder besser werden kann. Aber dafür muss man erstmal wieder arbeiten. Das haben sie jetzt gemacht. Wir haben keins gefressen. Jetzt hoffen wir, dass es vielleicht gegen Darmstadt schon wieder etwas besser ist. Und das ist automatisch so. Man sieht das immer wieder. Ja. Selbst wenn eine Mannschaft mal 80 Minuten überhaupt nicht vors Tor kam, liegt 2-0 hinten und schießen ein Standardtor, steht 2-1. Auf einmal ist die Mannschaft, die vorher gar keinen Ball hatte, auf einmal die bessere Mannschaft. Weil man einfach vielleicht auch nur noch sagt, jo, das müssen wir über die Zeit bringen und wird passiver. Aber das ist oft ein Fehler. Da arbeiten wir dran. Christoph, ruhig nochmal. Ja, und dann gehen wir es wieder nach vorne.
Jetzt war der letzte Tag des deutschen Transferfensters beim SV Sandhausen ja relativ ruhig. Wenn man jetzt so einen Blick auf das große Ganze wirft, der FC Chelsea hat gestern, glaube ich, nochmal 120 Millionen Locke gemacht, insgesamt über 300 Millionen ausgegeben. Wie stehen Sie denn da generell dazu? Ist das irgendwie nachvollziehbar oder hat der Fußball da die Relation verloren? Und würden Sie, wenn Sie könnten, auch mal so auf Shoppingtour gehen? Ja gut, dann muss ich woanders hinwechseln. Vielleicht mal. Ist natürlich immer schön, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann und man kann dementsprechend sich den ein oder anderen Spieler dann aneignen, wie ich auch gerade gesagt habe. Also das, was Darmstadt jetzt gerade gemacht hat, nur als Beispiel, oder was der HSV in der Liga oder Hannover oder Düsseldorf, sowas können wir nicht. Wir müssen eben anders. Ob die Relationen da richtig sind oder falsch, das müssen andere beurteilen, weil der Markt ist einfach so. Und das ist in der, ja, in dieser Zeit einfach so gegeben. Ja. Ich meine, wo ich hier noch gespielt habe, war das ja undenkbar. So viele Millionen. Und da war es dann noch D-Mark und keine Euro. Andreas Lynch, Wetzinger Zeitung. Ja, nochmal zurück zu Darmstadt 98. Wenn man die jetzt mit Bielefeld vergleicht, sind die ja, sage ich mal, von den Einzelspielern jetzt nicht vergleichbar, also von was die Typen angeht. Aber ist das Geheimnis bei denen, dass es eben da funktioniert als Mannschaft, als Team, als Einheit? Und wie könnte das Erfolgsrezept gegen diese Truppe sein? Also jetzt da hinzugucken oder das zu vergleichen, ist immer schwer, aber man sieht einfach auch bei Darmstadt, aber auch ähnlich, wenn man mal Kaiserslautern sieht, ist mit Sicherheit auch die Einzelqualität vielleicht nicht ganz so wie in Bielefeld, ja? Aber sie treten als Team so auf und sie haben Erfolgserlebnisse und das und die Erfolgserlebnisse bringen einen weiter, was jetzt zum Beispiel Bielefeld in letzter Zeit nicht so hatte. Ja? Da greift gerade ein Rädchen ins andere, hat der Thorsten auch gut gemacht. Da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die wissen genau, was sie tun müssen. Auch in Situationen, wenn es mal nicht ganz so läuft, ist die Mannschaft auch erfahren genug und weiß, was sie tun muss. Und dann kommen auch die Konstanz in die Ergebnisse rein und in die Art und Weise. Und das zeichnet die SV Darmstadt 98 aus. Und wie wollen Sie der diesem Team, dieser Kompaktheit und begegnen. Da müssen wir genauso arbeiten und genauso spielen und das genauso machen wie Darmstadt auch. Das ist auch unser Ziel. Wir haben ja auch immer beim SV Sandhausen als Mannschaft gelebt oder als Mannschaft gearbeitet und nicht als Einzelspieler. Und das hat den SV Sandhausen ausgezeichnet und da auf diesem Wege sind wir auch wieder. Weitere Fragen? Max nochmal? Ja, gerne. Gibt es personell noch irgendwelche Updates jetzt in der laufenden Trainingswoche, dass sich da irgendwas getan hat? Oder also aktuell hat sich nichts getan. Das Einzige ist, dass Kemal Ademi den Trainingsrückstand noch hat, der wirklich auch die ganze Vorbereitung sozusagen bei uns gefehlt hat. Ansonsten sind wir soweit aufgestellt. Christoph, nochmal bitte. Mhm. Anschließend dazu, ist der Marcel Melem für Freitag auch schon eine Option? Ja, das muss ich jetzt mal sehen. Also er wird heute das erste Mal dann auf dem Platz stehen und dann schauen wir mal, wie weiter ist. Max. Der Raphael Framberger hat ein gutes Spiel in Bielefeld gemacht, auch mit seiner Flanke, die zum Tor dann beigetragen hat. Wie ist denn da der Konkurrenzkampf auf der Rechtsverteidigerposition in Ihren Augen? Ja, der Dennis war ja lange weg, also das muss man schon auch sagen und er hat auch keine einfache Verletzung gehabt. Ja. Und wir sind froh, dass Dennis erstmal da ist, wo er ist und deswegen hat Raphael ganz klar die Nase vorne gerade. Aber das weiß der Dennis auch, dass man da noch ein bisschen arbeiten muss. Aber er rückt auch ein bisschen näher ran und das macht mich natürlich auch froh, dass wir da auch Alternativen haben. Ähnlich ist es ja auf der linken Seite beim Schima. Kerim hat ein gutes Spiel gemacht, natürlich auch seine Probleme gehabt, beim einen anderen Mal aber auch sein erstes Spiel hier gewesen und macht auch eine Torvorlage. Das sieht man auch, wie die Außenverteidiger auch wichtig sind für uns, dass man auch von außen dann was in die Box reinkriegen. Das haben wir ja durch die beiden Ausfälle nicht so gehabt, weil wir da schon unsere Probleme auch ein bisschen hatten. Gibt es weitere Nachfragen? Das
Ist nicht der Fall. Dann herzlichen Dank an alle Kollegen und an unseren Coach. Wir freuen uns auf Freitag, Flutlichtspiel 18:30. Rund 7000 Zuschauer erwarten wir. Der eine oder andere darf gerne noch hinzukommen. Wer es trotzdem nicht an den Hartwald schaffen sollte, den dürfen wir auf unser Fanradio, den Hartwald-Hörfunk präsentiert von Kurpfalz Erleben, hinweisen. Sie werden ungefähr 10 Minuten vor Spielbeginn auf Sendung sein. Ansonsten freuen wir uns auf ein stimmungsvolles Spiel. Das erste Heimspiel im Jahr 2023 hier am Hartwald. Dankeschön, gesund bleiben, bis dann. Tschüss.